So, nach 5 Jahren hat es dann auch mal funktioniert. Das kann ja auch mal sein, weil den Wasserfall braucht man, um weiterzukommen. Hier lang. So, immer mit Anlauf hier rüber. Dann dahin. So, hier ein bisschen Zickzack. Das. So. Rutschparty hier. Verdammt. Also nochmal. Aber ich habe es extra so gemacht, dass man nicht immer alles von vorne machen muss, sondern immer verschiedene Checkpoints setzt. Wie mit dem Wasserfall jetzt eben. Sonst hätte man ja bis von da vorne wieder anfangen müssen. Wäre dann doch etwas nervig gewesen. Aber dachte ich mir, nee, das wollen wir nicht unbedingt machen. So, jetzt aber nicht versauen hier, komm. Und natürlich brennt er wieder nicht. Also das Ganze nochmal hier. So, ich bin wieder da vom Einkaufen. Wie weit bist du? Ja, jetzt müsste ich natürlich hier drinnen ein bisschen schwanger, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Bist du weiter? Nochmal, zickzack. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Futtern. Du und dein Springen. So. Ich dachte Ja, immer, das ich wird noch dachte viel immer, meine besser. Dungeons sind fies, aber deine sind ja nervig. So, dann haben wir es jetzt aber auch schon fast. So, schon wieder nerviges Eis. Wir kennen es ja bereits. Das mache ich aber ganz einfach. So. Jetzt muss es diesmal nur ein Block schmelzen, weil so kommt man natürlich nicht durch. Und unten sieht man schon die Kiste. Das andere dürfte es inzwischen ja auch geschmolzen haben da vorne. Das holen wir uns dann natürlich auch gleich noch. Oh nee, nein. Doch, Nee, ich da muss. hinten. Ja, das hat es geschmolzen, aber ich muss trotzdem warten, bis es noch einen weiteren schmilzt, weil sonst komme ich nicht wieder nach oben. Ich brauche schon Ah. den Wasserfall hier. Also ich muss wenigstens warten, bis noch ein zweiter hier irgendwie geschmolzen ist. Normalerweise müsste das doch jetzt schon runterfließen, ne? Ja, normalerweise schon. Es braucht aber immer 2 Blöcke zum Runterfließen, warum auch immer, oder einen Block drunter. Bei Eis jetzt zumindest. Okay. Deswegen, ich warte lieber sicherheitshalber mal, Na, sonst da weiß stehe ich ich doch. ja, dass ich. Ansonsten, ich habe ja jetzt hier eine Fackel hingesetzt, irgendwann schmilzt den hier schon, dann kann ich ja schon mal runter. Zack. Was finden wir da? So, wir finden ein Holzschwert mit Verzauberung, okay, und ein Buch Feuerprüfung. Na, gucken wir uns doch gleich mal an. Feuerprüfung. EG, die goldene Mitte. Okay. Erdgeschoss, die goldene Mitte oder was? Okay. So, und schon kommt das Wasser runter. Passt doch perfekt vom Timing Weil du aus diesmal. dem Buch gelesen hast. Genau. Oh, wie Magic. So, dann gucken wir noch mal fix hier vor. Was da in der Kiste. Ich kann schon nicht Hier mehr ist alles quatschen. überflutet. Ja, das ist ja auch so gewollt. Das soll ja ein richtiges Eiswasser-Dungeon sein. Halt das Element Wasser. Ja. Alles, was mit Wasser zu tun hat. So, das war jetzt aber auch eher das Kleinere. Und natürlich ist hier schon weg. Und wir finden. Toll. Jetzt kann ich es noch gebrauchen. Wasserläufer. Super. Sehen wir Ja, trotzdem aber mal wenigstens ein hast du Rüstung. bisschen Spawnen hier Schutz. irgendwo Gegner? Natürlich. Weil hier ist es ziemlich helle Weil irgendwie. wir kommen jetzt schon in die nächste Dungeon. Jetzt haben wir zumindest einmal Rüstung und eine Waffe. Aha. Buch packe ich jetzt schon mal weg, weil dazu braucht man eben die Schienen. Wir gehen jetzt ins Erddungeon rein, weil in die anderen zwei kommen wir noch nicht rein. So, mit der Lore kommt man hier nämlich durch. Ein super Trick. Ja. Zwei So. Hebel. Das Ganze wieder zuzumachen. Wahrscheinlich, wenn einen dann jemand irgendwas verfolgt. Okay. Komm. Na dann, gehen wir mal runter. Ins Erddungeon. Ein Darkness. Uiuiui. Ja, ich sollte aufpassen. Man sieht alles. Ja, das Das ist ist ja auch wieder. extra so gewollt, dass man hier kaum etwas sieht. Na, die Spinne siehst du ja gleich gar nicht. Das ist ja wie so ein Maisfeld hier, wie. So, ich muss. Ich weiß natürlich jetzt schon, wo die Truhen sind. Es sind insgesamt 4 Truhen hier drin versteckt. Braucht man die? Ja, man sollte sie zumindest mitnehmen, da.
So, mach uns. Da ist die Spinne, glaube ich, gewesen. So, das haben wir immer. Creeper, noch schlimmer. Creeper Girl! Die notgeilen Girls! Okay. Die vor Geilheit explodieren. So, hier ist Ruhe Nummer 1. Die wartet doch keiner auf hinten. Federfall. Ey Junge, da guckt doch keiner. Zack. Weiße Schuhe. Hermesstiefel. Poseidon-Schienen, okay. Cool. Olymp. Gucken wir mal weiter. Die zweite Truhe ist sehr schwer zu sehen. Ja, die erste war schon nicht zu finden. Ja, die kannst du nur durchs Hören eigentlich mitkriegen. Hörst du das? Nur durch Hirn und hier ist er nämlich versteckt. Ah, na gut, wenn man über Holz läuft. Okay. Schwarzer Helm mit Schusssicherheit. Das ist aber mies. So, und die. Nein, zwei Truhen sind sogar noch. Zwei Truhen noch. So kann man hier den Pilz nämlich auch. Boah, du hast aber. Wie viel sind denn das? Eieiei, hier sind. Ja, mach dich mal. Okay. Man sieht hier gar nichts. Oh, hier, ja, hier, die ganzen Bäume sind voll mit den. Mach dich runter. Setz mal eine Fackel. Ich hab noch welche, ja, ich hab noch welche. So, dann haben wir hier auch schon die nächste Truhe. Flammenpanzer Feuerschutz, das werden wir wahrscheinlich gebrauchen können. Und Feuerprüfung 2. So, dann legen wir natürlich gleich mal die Rüstung an. Feuerprüfung 2, gleich mal kurz lesen. Erste Etage, 4, 9, 21, 24. Hä, was ist das? Okay, was immer, wird wahrscheinlich wichtig sein. Ja, du weißt ja, ich weiß es nicht. Ja. Weil du hast das ja, bis auf dann ein paar Kleinigkeiten hast du mir ja gar nichts gezeigt. Das machen wir. Weil ich musste okay, in der Zeit ein paar Sachen erledigen, zwischendurch arbeiten und naja, was man halt so macht. Arbeiten? Hier den Baum hoch. So, dann naja, arbeiten. Hier auf den Pilz drauf und hier haben wir die letzte Truhe. Und da haben wir den Schalter nämlich drin für das Luftdungeon. Gehen wir hier wieder runter, das macht ja eh keinen Schaden. Woher weiß man das? Woher weiß man, dass das der Schalter ist, den man da braucht? Na, das ist doch eine Eisentür, die kriegt man doch normal nicht auf, nur mit einem Schalter. Alles klar. Ich mache hier gleich mal zu, ich habe keinen Bock, das mir. Gucken, was folgt. So. Was essen. So. Du hast schon wieder Feier im Kopf. Die haben es irgendwie mit dir, oder? So, trotzdem kannst du mal mitkommen. Du machst das Luftdungeon schön mit. Muss das sein? Ja. So. Gibt's da Geschenke? Ja, drinne. Na gut. So. Ja, das Luftdungeon. Wieder schöne Sprungpassagen. Noch viel schlimmer als vor uns. Dazu gehen wir aber erstmal hier hinter. Und nehmen einen Trank mit. Ich hab in unserer Burg im Ofen einen Braten. Das kannst du schön vergessen, du kommst wieder rein. Ich geh jetzt hier. Ich gehe nicht raus. Du gehst nicht raus. Die Tür geht immer zu. Du cheatest. Du holst jetzt schön den Trank. Hinten aus der Ecke. Habe ich dort auch versteckt. Wo? Andere Ecke, da hinten. Ach da. Na gut. Ich blamier mich ja so gerne. Ja, na, ich doch auch, weißt du doch. So. Upsa und ups und upsa. Und hier noch. Dafür habe ich nämlich auch den Federfall, wenn man dann hier runterspringt, dass man nicht allzu viel Schaden kriegt. Na gut, Federfall habe ich an meinen Stiefeln. Die Hermesstiefel eben. Wenn man die nicht mitnimmt, hat man nämlich auch ein Problem. Dann stirbt man ja auch sehr schnell. Beziehungsweise, wenn man diese nicht findet. Darum auch diese Checkpoints, diese blauen Punkte. An diesen Punkten darf man Wasser hinsetzen. Darum die Eimer, die man im Wasserdungeon findet. Ich bin schon wieder. Ey, ich fall ja am Anfang schon runter, Marco. Ja, das wird wohl daran liegen, weil es nicht mein Dungeon ist, weil meine meister euch immer mit Bravour. Ja, komm. Gibt's hier nicht Gegner, die ich niedermetzeln kann? Das ist wenigstens meine Stärke. Und dann müsstest du ins Erddungeon rein. Weißt du, sowas hier. Ja, komm. Nee. Ich guck dir zu, wie du versagst. So. Also ich war gerade oben, ich hab's geschafft. Ja. Doch, ich hab einen Cut gemacht. Natürlich. Doch, ich hatte gerade einen Cut gemacht. Ja. Du willst noch nicht zugeben, komm. Ich gebe hier überhaupt nichts zu. Dass ich mal besser bin wie du. Ich weiß nicht, dann musst du aber das dann in unseren Outtakes-Szenen mit reinmachen, ne? Ja, das vergesse ich aber bestimmt.
Weil ich habe so viel zu tun daran, wenn ich das zusammenschneide und bearbeite, überprüfe. So, und darüber und... An Sinnlosigkeit anpasse. So, solche Sachen. Toll, wieder nach unten oder was? Wieder nach unten. Zack, dann hier rüber. Zack. Ich esse erstmal was. Hier hätte man auch solche Schleimdinger setzen können, dass man so trampolinmäßig gucken muss, dass man auch mal runterfällt und rüberspringt. Ja, vielleicht in einer späteren Dungeon. So. Aber wenigstens hast du auch mal sowas gebaut. Immer muss ich alles alleine machen. Zumindest bei Dungeons. Ja, diesmal habe ich aber was ziemlich Großes gebaut. Jo. Upsa. So, und da noch rüber. Zack. Dann auf der Leiter. Treppe. Zack. Ui. Versau das nicht, da ist ein Checkpoint. Ja. Hast du ein Mehl? Upsa. Checkpoint. So, Checkpoint. Yeah. So, können wir mal fix runter, bevor mein Trank hier nämlich ausläuft. Der kann auslaufen. Die haben also wie so ein Haltbarkeitsdatum. Ja, richtig, die muss ich schnell alle trinken. Am besten alle mit einmal. So, dann gehen wir einen Checkpoint wieder. Der trinkt hier wieder nur lauter Drogenzeug. Natürlich, das muss sein. Wird hier. So Nanobots drin oder irgendwas. So, dann machen wir mal weiter. Jo, weiter nach unten. Aus dem Wasser ist natürlich ein bisschen schwierig darüber. Na komm. Ich habe einen Zombie gehört. Ja, mich. Ich bin ja auch ein Zombie. Wie lange dauert das? Ich zücke meinen Bogen. Hallo, gehst du mal nach oben hier? Vielleicht ist der auch unten drunter, wer weiß. Ach so, jetzt. Da ist er doch. Ey! Ich hab dich auf deinen Spawnpunkt geschossen. Wie geil. Nochmal? Genau, jetzt bin ich deine Bedrohung. Ich jag dich jetzt. Verdammt. Ist ja so schon nicht schwer genug, du Wichser. Sieht man die Pfeile eigentlich fliegen? Keine Ahnung. Verdammt. Jetzt hat's geladen, also gespeichert. Ja. Ja. Ich jag dich jetzt hier. Ich war's übrigens nicht. Du warst selber so runtergefallen. Wenn du willst, dass ich hier weitermache, dann sorg noch dafür, dass ich fast sterbe. Na, dann gib mir Gegner. Ich muss meine... Dann geh ins Erddungeon rein. Ich kann ja nicht, die Tür ist zu. Ja, dann musst du aufmachen. Nein, der Knopf, der guckt mich so böse an. Ich trau mich nicht. Dann hast du Pech gehabt, würde ich sagen. Ich muss den erst bekämpfen. So. Wäre eigentlich geil, wenn man auf einen Knopf schießen müsste, der eine Lücke ist, um eine Tür zu öffnen, oder? Kommt bestimmt auch mal noch alles. Weil hier so, ja. Aber immer noch... Meine Güte. Ja, so bam. Und überlegt, wie kommt man an den Knopf? Ich muss leider gleich einen Cut machen, Marco. Ja. Weil du hast jetzt schon eine ganze Folge eingenommen. So. So, da rüber. Zack. Und... Ne, dahin. Du musst runter. Jetzt muss ich runter. Nein, du musst runterspringen ins Wasser. Du musst immer wieder alles von vorne machen. Immer wieder. Das kannst du ja machen. So, mach deinen Cut. Ich muss leider einen Cut machen. Ja. Es werden eh noch 20 Folgen, der schafft das nicht. Ich bin doch schon fast ganz oben. Sagt er.